Ja, hallo, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir den Runnership analysieren lassen und analysieren gelassen. Mein Gott, nennt man das. Wir haben ihn analysieren lassen. Ja. Ja. Mein Gott, was war daran so Hörst schwer? du das? Und hallo, was zum... Wir haben Wir Gesellschaft. sollen jetzt hier diesen Teleporter bauen. Um den zu bauen, brauchen wir einige Sachen. Was? Die Sachen finden wir an bestimmten Orten. Und wir haben in der letzten Folge hier einen Ort. Tolle Rüstung. Einen Ort gefunden, wo wir schon waren. Und den habe ich noch mal kurz auseinandergenommen. Haben nichts Nennenswertes gefunden. Und auch ein bisschen Kühlschrank. Erfahrungspunktemäßig habe ich auch nicht viel bekommen oder gegnermäßig habe ich auch nicht viel getötet, also ja, hat man nicht viel verpasst. Gut, wir sollen aber immer noch einige optionale Sachen erledigen, und zwar suche in Militäranlagen nach einer Schallplatte. Und da sollen wir, glaube ich, hier hingehen, ne? Oh Gott. Ich erinnere mich nur an den Ort, da war nämlich dieser, wie nennt man die Viecher nochmal? Sentry-Bots? Diese krassen Roboter. Ich hoffe, die Gegner sind hier auch nicht schon wieder respawned, weil das war nicht so einfach. Obwohl das, dieser Olivia-Außenposten war auch nicht mehr schwer jetzt. Da kam kein legendärer Gegner oder so. Also, ja, war relativ einfach. Oh, ja, genau, da war ein Golem, das weiß ich noch. Und dieser super krasse Sentry-Bot. Aber wisst ihr, was jetzt der Unterschied? Aua! Au! Oh mein Gott. Was zum... Das war heftig. Aber da, was wollte ich sagen? Ja, wenn dieser Sentry-Bot wieder auftaucht, ich werde nämlich noch mal kurz... Wenn hier die Sachen alle wieder respawned sind, werde ich nämlich noch mal in diesen einen Bunker reingehen, weil da war eine Power Armor Rüstung drinne. Wenn die auch respawned ist, wäre ja richtig geil. Aber oh, ich glaube, hier hat sich auch wieder alles resettet. Ist dich. Greif Erfahrungspunkte. Wir kriegen einen Erfahrungspunkt für etwas, was wir schon gemacht haben. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Wir müssen dahin, genau. Hier einfach im Schnelldurchlauf los. Oh Mann. Oh, du bist legendär. Wie er runtergefallen ist, oh mein Gott. Mein Kritsch mal voll. Ja, was machst du jetzt? Arm ab. Arm dran bist du. So. Hier muss ich wieder aufschließen. Dann habe ich nicht mal eine Tür geöffnet oder so, schon von außen. Suicidal. Personal. Oh mein Gott. Scripting. Oh, Sampling. Nein. Scambling. Okay. Ich bin durch. Searching. Jawohl. So, mach das Ding auf. Schon wieder. Dann gucken wir mal, ob die Power Armor dann respawned ist. Weil nicht wegen der Power Armor würde ich da reingehen, sondern wegen dem Gestell wieder. Habe ich wieder ein Graz Gestell. Ich habe mir mal irgendwann so ein Gestell gekauft in Diamond City. Nee, nicht in Diamond City. Bunker Hill. Von Clio. Und ja. Habe ich schon mal bei mir aufgestellt, weil es besser als diese eine geklaute Rüstung. Weil der tut nämlich
jeder rummeckern. Wer hat diese ganzen Geschütztürme wieder aufgestellt? Also hat hier vielleicht Rudel und so nochmal neu angesiedelt sind, das kann ich ja noch verstehen. Oder Raider. Aber wer hat die Geschütztürme wieder aufgebaut? Näher. Au. Das sind wie Zufallskämpfe, die Viecher. Nicht gut. Boah, Hilfe. Dein Arm sieht ziemlich schlimm. Boah, ich war gerade blocken. Ja, schafft er locker. Wenn ich darüber nachdenke, hatte ich diese Ort hier, dass ich sehr viel länger gebraucht habe. Aber ich musste gar nicht irgendwie zu diesem bestimmten Ort gehen, oder? Ich musste einfach nur Gegenstände finden, weil Schallplatten, Militärstandard sind so Sachen, die ich bald finden konnte. Ich falle auch rein. Ah, im zweiten Mal geht das schon viel schneller. Haben wir ja schon alles gesehen. Wahrscheinlich sind die auch so schwach, weil ich schon mal hier war und das Level, was die zu dem Zeitpunkt hatten, wurde noch mal behalten. Weil ich glaube, die Charaktere, die Gegner leveln ja mit zu einem bestimmten Punkt, nehme ich jetzt jedes Mal jedenfalls an. Und keine Ahnung, ich war, weiß ich nicht, bis mit Level 20 oder so hier und die Gegner sind halt immer noch Level 20 oder so. Irgendwie so weit bestimmt. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt in diesen Bunker reingehe, dass gleich schon wieder dieser Roboter kommt. Den hab ich was. Hier drin war der, glaube ich, oder? Wollte ich gerne hier rein. Vielleicht die Power Armor ja wieder gespawnt. Das war ja richtig geil. Oh, hier scheint noch. Hat der mal zum Beispiel zu. Oh. Aber der Ghoul, der ist wieder da, ne? Okay. Ich glaube, die Arme von denen tun sehr schnell abfallen, weil ich so ein paar Magazine haben, die meinen Körperteil schaden erhöhen. Ach, ich bin vergiftet oder wie? Was mit ihm hier? Oh Mann. Was mit ihm hier? Den konnte ich nie aktivieren. Hier scheint nicht alles nochmal respawn zu sein, wenn jetzt gleich dieser blöde Dings kommt, ne? Ich sehe auch nirgendwo eine Konsole irgendwie, die mit dem Teil verbunden ist hier. Wird aber nicht umsonst hier sein.
Das Ding ist mit der Tür verbunden, ne? Keine Ahnung, wenn jetzt dieser Sentry-Botter kommt, ne? Da komme ich mit meinem Big Boy. Jetzt mal glauben, den mache ich fertig. Er wird nicht lange leben. Mit denen hatte ich nämlich Probleme, selbst mit der Power, aber ich da gefunden habe im Waffenarsenal. Hier kommt keiner. Hey. Oh, kommt schon, noch ein bisschen. One Level up. Hier war der aber drin, hat, weiß ich. Aber gib mir noch ein paar Erfahrungspunkte, bitte. Bin sehr kurz dafür. Oh. Hey, Goblin! Uff! Ha! So, raus hier. Aber erstmal Level Up. Wir tun natürlich wieder Wehrwirklichkeit erhöhen. Obwohl Level 44 kann ich irgendwas hier erhöhen wieder. Glaube nicht, ne? Ja, lokale Anführer, aber bringt's nicht so. Die Beweglichkeit. Was kann ich die Sachen hier alle? Du vertrittst den Tod höchstpersönlich, kannst schlafende Person auf die Stelle töten, deinen schallgedämpften Waffen richten 15% mehr Schaden an. Oh Gott. Müsste mein Erlöser ja noch stärker werden. Das könnte ich ausnutzen. Wenn ich wohl ausnutzen, ich könnte meinem Dingens hier meine Fernbeziehung, also mein Scharfschützengewehr, das könnte ich hier ein schallgedämpftes Dingen geben, hier so eine Schalldämpfung. Dann könnte er halt mehr abziehen. Ach, du bist ein Versorger von mir. So, wir brauchen aber noch einen Teil und das ist in Krankenhäusern anscheinend. Und hier, das zeigt mir sogar hier einen Ort, wo ich noch gar nicht war anscheinend. So, irgendwie so, oh Gott, Galaplaza. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das für ein Ort war. Ich habe so eine Vermutung, aber ich weiß, dass das nicht so gut war da. War nicht sehr schön. Und ja. Mal gucken. Ich meine, da waren Supermutanten. Blöd, sehr starker auch noch. Wachbot. Okay, ja, Wachbot. Nicht Sentrybot. Vielleicht heißt es nicht so in Englisch Sentrybot. Weil ich habe Fallout 3 ja nur auf Englisch gespielt. Und... ja. Egal. Ist hier irgendwo direkt... ja, das ist ein Ort, wo wir noch nicht drin waren, anscheinend. Milton General Hospital. Okay, mal wieder ein neuer Ort. Ich habe mich jetzt auch auf 6 Waffen geeinigt hier, die ich mitnehme, anstatt 3, 9. Eigentlich habe ich 7 Waffen, aber ich habe 6 Waffen hier in meinem Schnellzugreifmenü. Bei dem Big Boy, den werde ich für Notfälle immer brauchen, habe ich das Gefühl. Ja. Solche Einrichtungen wurden von Privatfirmen finanziert, die eher Gewinn machen wollten, als den Leuten zu helfen. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Was willst du mit diesem Müll? Was? Also die Bruderschaft, die ich aus dem dritten Teil kenne, hat alles für überfällige, für noch
im guten Zustand. Oh Gott, was ist eigentlich? Oh, warte mal, den brauchte ich doch schon. Hey, Bursche auf dem dritten Teil, die wollte doch noch Bücher, die in gutem Zustand sind. Also einer jedenfalls. Wo seid ihr? Nicht bereit. Komm schon. Intelligenzbattepuppe oder irgendwie sowas. So hier sein. Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Hi, was? Geht. Entschuldigung, dürfen Sie das Zimmer verlassen? Nicht außer hätte ich einen Kittler nur so? Ich weiß zwar Professor, aber ich bin kein Professor Doktor. Boah, hier hätte ich auch Militärstandards bekommen. Eigentlich nur hingehen müssen. Ja. Sauberes blaues Kleid. Kein Patientenkittel. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Dank geschehen. Krankenhäuser. Das Spiel ist ja kein Horrorspiel, aber manchmal hattest du ganz kleine Anzeichen. Und ja, Krankenhäuser und Toiletten, vor allem Krankenhäuser, Toiletten sind ja wahrscheinlich die schlimmsten Sachen in einem Horrorspiel. War das Silent Hill und also was? Oder 4? Ja, ich glaube, ich muss den Aufzug drücken. Berlin Dance, ich weiß ja deine Erfahrung mit Aufzügen hier, ne? Zu langsam. Ach, bitch, please. Vielleicht sollte ich Intelligenz erhöhen, damit ich mehr Erfahrungspunkte krieg. Sollte man eigentlich so früh wie möglich machen. Wenn man so früh wie möglich viele Erfahrungspunkte kriegt, aber. Geschafft. Ja, weiß ich nicht. Dass er dann Level Up das verloren geht. Wenn ich wollte, könnte ich sowieso hier leveln. Ist einfach nur random hier durchs Ödland rumlaufen. Ich wäre nicht. Also, wann kann man die bewegen? Mich ja nicht vollkommen überpowered hier durchs Spiel rennen. Nee, Mann, du warst schon fein vorher. Oder aufpassen, dass du nicht explodierst im letzten Moment. Uff. Aber nicht explodieren. Danke, bist du auf dem Paladin Dance jetzt weg, ne? Ich scheine keinen Bock zu haben, mich so anzugreifen, wenn sie wollen. Nein, keine Eingriffe, bitte. Was? Oh mein Gott, was? Alter, was halten die so viel aus?
Ich habe, glaube ich, nicht mein Lasergewehr dabei. War zu brutal, da durfte man nicht sehen. Alter. Ich brauche Munition, deswegen stirbst du oder so, also. Puff. Macht keinen Unterschied. 10 Milliarden mal auf dich schieße oder schlage. Da. Das ist aber genug von diesen Typen. Eine Medizin-Wackelpuppe kriegt man ja bestimmt nicht. Weil ich habe schon eine Medizin-Wackelpuppe. Vielleicht irgendwie so dieses Chirurgen-Magazin. Aber schon, das ist ein Krankenhaus, das muss doch ja bestimmt irgendwo sein. Das Chirurgenblatt hier, Massachusetts, Chirurgie, irgendwie so hieß das doch. Ich habe ja außerdem ja schon verirrt. Ich tue nur Nuka-Cola Quantums sammeln, habe ich das Gefühl. Ich habe die noch nie benutzt. Nuka-Cola auch noch nicht. Vielleicht möchte ich nicht strahlende Flüssigkeit pinkeln. Soll da so ein Nebeneffekt sein, wenn man zu viel Nuka-Cola Quantum trinkt. Wenn man auf einmal leuchtendes Urin hat oder so. Jeweils hat er eine irgendwie so gesagt, die so vollkommen verrückt nach so ein Zeug war. Im dritten Teil. So, dann nehmen wir weiter. Keine Ahnung, wo Paladin Dance ist. Wird schon zurechtkommen. Kam ich nicht von hier? Nee, nein. Nein, ich glaube nicht. Was? Warum sind hier so viele Aufzüge? Das sind gar keine Aufzüge, okay. Nö, hier war ich noch nicht. Wer ist da? Hallo? Ich habe dich gehört, wo bist du? Ausnahmsweise habe ich meinen Gegner gehört, bevor er mich gehört hat, oder wie? Ja, er läuft aber schon irgendwo in so ein Legendärer herum. Irgendwo. Irgendwo, irgendwann. So, ja, das ist ja viel zu einfach hier. Ja, den musste ich, glaube ich, sammeln, ne? Aber ich habe schon hier so ein Loot bekommen. So ein Roboter. Müssen ein Handy. Geschafft. Ja, Herr Königs. Jeanskleid. Okay. Okay. Aluminium. Ah. Kein Magazin, keine Wackelpuppe. Boah. Dreck. Hat sich nicht gelohnt. Rage Quit. Na gut, dann gehen wir da runter. Und raus hier, nehme ich an. Hui. Oder? Hier war ich anscheinend auch noch nicht. Okay. Nein! Wollte nicht zum Commonwealth. Ja. Dreck, ich muss da nochmal rein. Weil da in dem Gebiet war ich noch nicht.
So ein Dreck. Mach eine. Mach hin. Oh. Ah, da bist du ja wieder. Oh, hier ist auch noch irgendwas Neues anscheinend. Jetzt aber eine Wackelpuppe. Oder ein Magazin. Ah, okay, das war hier verbunden. Ist doch mal geil. Hier alles so verbunden ist. Oh nee. Oh nee. Pff. Was? Supermutanten? Puck! Ist einfach weg. Oh mein Gott, Supermutanten? Weg ist er. Ah, was für ein Bild. Gehen wir noch da rein. Gucken uns da noch ein bisschen um. Werde ich wahrscheinlich den Part beenden. Hier einfach weg war. So. Hier war ich zum Beispiel noch nicht drin. Da war ich noch nicht drin. Nichts. Hier ist eine verschlossene Tür. Da ist bestimmt voll was Geiles drin. Cool. Komm schon, komm schon. Auch Peter wird her damit. Noch ein biometrischer Scanner. Ist nicht in Ordnung. Oh, ein Injektor. Was ist hier nicht in Ordnung? Oh, Cafeteria-Tablett. Wollen wir mal ein paar Drogen herstellen? Stimpaks. Ja, Blutpakete und kein Antiseptikum. Boah, aber mein Zahnpasta. So, jetzt waren wir überall hier, ne? Hier ist der Aufzug, glaube ich. Ne, ist schon wieder, komm mal, wir wären schon wieder beinahe rausgegangen. Was ich hier noch finde, Mann. Von hier kam ich aber, ne? Nö. Ist nochmal ein Aufzug. Mal Zigaretten. Ich runterfallen. Hier liegt ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Ja. Wo kommst du her? Warte, spenden. Wir sind anscheinend hier noch nicht fertig. Ich sage, ich beende Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ja, damit. Und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.